Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen Zaubergetränk gebraut haben. Treffen wir uns heute in Lower Hogsfield mit Natty. Die hat uns bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Ich bin gespannt, was da so kommt. Wir sind ein bisschen außerhalb von Hogwarts. Klar. Natürlich Gegenden, die wir bisher noch nicht bereist haben. Die Frage, was ist das hier für eine Hütte? Hütchen. Das ist hier bestimmt irgendwas anderes. Was ist denn das? Was haben wir hier? Zähler uns farbene Nietenhandschuhe. Wir haben Handschuhe gefunden. Cool. Was hat denn das hier zu bedeuten? Kann mir das irgendwer mal sagen? Oh, die zweite Kiste. Oh, dann Luxushausmantel. Wir gucken mal gerade, was wir hier haben. Wir haben irgendwann Dinge gefunden und deswegen möchte ich mir das mal ganz kurz angucken. Wir haben neue Handschuhe. Okay. Die haben wir gefunden, jedenfalls. Das ist immer gut. Und wir haben einen Mantel. Aber hat der irgendwas Näheres zu bedeuten? Oh ja, hat der. Wir haben jetzt doch mal Offensive dazugepackt. Aber ich hätte gern diesen hier wieder. Der 21 geht jeder. Ja. Gut. Aber jetzt grün, ne? Sehe ich das richtig? Oh ja, das ist auch ein schöner Mantel. Ein Slytherin-Mantel. Jetzt weiß jeder, was wir für ein Haus sind. Ja, ich habe ja gesagt. Oh, es hat sich auf jeden Fall mal ein bisschen wieder was gelohnt. In dieses Haus. Hier reinzugehen. Was haben wir denn hier? Ist da irgendwas? Ist das der See von dem... Das ist doch der See hier von dem Trim... Wo auch das... Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, ist auf jeden Fall. Ich erinnere mich. Ist das der Steg, wo das war? Nee. Wir lassen. Oder vor der Fläche. Könnte. Vor der ist die Gleise von dem Hochbahnsexpress oder was? Frage: Gibt es den hier im Spiel? Wir lassen es jetzt gerade mal außen vor. Ich bin schon da irgendwie nicht da. Ja, in dem Spiel kann man sich gut ablenken. In dem Spiel kann man sich gut ablenken. Und da ist Natty. Aber ich möchte ganz kurz mich doch mal hier schnell umgucken. Es tut so gut, dich zu sehen. Ja, ja, ich bin aber sofort bei dir. Aha. Okay. Hier können wir nicht rein. Aber... Ich hätte gedacht, dass Randrocks Anhänger so weit gehen. Warte kurz. Ich gehe sofort, bin sofort wieder bei euch. Die Truhe. Hier haben wir eine Truhe. Säbel. Aschbraun. Okay. Was ist das hier? Steine. Okay, nichts Wichtiges also. Kurz. Hier muss irgendwo noch eine. Der Truhe sein. Oder ist hier? Wo ist die? Ist die in dem Gebäude, ne? Aber dann ist hier hinten raus. Was haben wir denn hier? Yalal Semi. Okay, wahrscheinlich wieder irgendwelche Zaubertricke. Wo ist aber hier? Hier ist die Truhe. Gestirn blau. Hä? Okay.
Ach, das ist nur ein Sauerstoffgriff. Der gefällt mir sogar sehr gut. So. Gut. Und die nächste wird sehr, sehr wahrscheinlich hier in dem Haus sein. Solange wir keine Alohomora haben, können wir hier keine Schlösser öffnen. Gut. Dann, okay. Cool. Gehen wir zu Lati. Oh. Oh. Es tut so gut, dich zu sehen. Oh. Wir haben den Mega-Power-Trank gefunden. Cool. Nice one. Naja, gehen wir zu Lati. Hallo, Nati. Wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sie wollen wahrscheinlich was von mir. Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Ah. Warum warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Das habe ich leider nicht mit drin. Ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Sirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ja. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Die Stellung gesagt. Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Könnte gefährlich werden. Harlow sind so schon ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Diaphanus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. So. Sei auf der Hut. Aber ich habe gedacht, dass ich die Kiste nicht kriege. Die würde ich sagen, wahrscheinlich. Sie wagen es mir zu drohen. Was geht? Aber warte mal, bis. Auftrag abgeschlossen, das Mädchen Swagalu. Aber da vorne ist heute immer noch mehr Hilfe der Fremden. Ja, dann machen wir das doch, oder? Du hast auch noch mal eine schöne Junge. Ich dachte, dass Ranrocks Anhänger so weit gehen. Ich möchte aber ganz kurz erstmal noch mal bei dem kurzen mit dem Film vorbeischauen. Ich bin sofort, geht's weiter mit den Fremden. Hallo, Sir. Kaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Sami. Und dies ist mein Zaubertrankladen. Ah. Ich beantworte gerne alle Ihre Fragen. Was verkaufen Sie? Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und Ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man es besser, sage ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region. Und mit meinen Tränken bleiben Sie gesund und sicher. So, kann ich mir mal die Ware angucken? Was verkaufen Sie hier? Du hast bestimmt keine Florfliegen, ne? Ich könnte behilflich sein. Du hast Florfliegen. Herdelos Trank.
Ah ja, eine sehr gute Wahl. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit. So, jetzt kann ich gucken, was ich noch habe. Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Ich kaufe jetzt. So. Ich kaufe natürlich jetzt nochmal einen Linkstrank. Ah ja, eine sehr gute Wahl. Den kaufe ich auch nochmal schnell. Und Flurfliegen kaufe ich nochmal schnell. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was gekriegt. Wir haben einen Maximatrank, wir haben noch einen, zwei Megapower-Tränke. Wer weiß, ob wir so gebrauchen können. So, wir gehen mal kurz rüber eben. Da ist nämlich noch... Ja, ja, zu dir komme ich später noch. Aber ich möchte das mal gerade hier der Fremden helfen. Irgendwas ist nämlich hier vorne nicht ganz sauber. Sie müssen hier lang gekommen sein. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's dir. Lasst sie in Ruhe. Das bereut mich hier. Was tust du da? Ende im Gelände. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Eine Duellantin. Im Bereich Sammlungen. Okay. Alte Magie und so. Die Toilette haben wir, glaube ich, schon platt. Auf ein Kind losgehen. Wir haben sie. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. So, sprich mit der Fremden. Gegen den Waffel haben wir jetzt nicht. Ja. Ich habe jetzt voll drauf geballert. Einfach. Dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiter forschen, bevor sie wiederkommen. Forschung, wie interessant. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Merlin, sein Mythos. Ich dachte, Merlin, Artus und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cadogan Sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem... Der sagt mir auch was. Ist das nicht mit dem rosa Pferd? Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Ja. Faszinierend. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften.
Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Marions Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Nimm das Malvenkraut aus der Truhe. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Dann machen wir das doch mal. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Um.